In eurer Kita geht gerade Hand, Fuß, Mund rum und ihr habt Angst, dass euer Kind es auch bekommt? Heute erzähle ich euch alles über die Hand, Fuß, Mund-Krankheit. Die Hand-Fuß-Mund-Krankheit wird durch einen Virus ausgelöst. Dieser Virus ist ein Enterovirus, also ein Darmvirus, und heißt, für die, die es ganz genau wissen wollen, Coxsackie-A-Virus. Weil es ein gebürtiger Darmvirus ist, können die Kinder neben den ganzen anderen Krankheitszeichen, auf die ich noch zu sprechen komme, unter anderem auch ein bisschen Bauchprobleme bekommen. Gegen das Coxsackie-A-Virus, also gegen die Hand-Fuß-Mund-Krankheit, gibt es übrigens keine Impfung. Hand, Fuß, Mund tritt vor allem im Sommer und Herbst auf und vor allem bei Kindern unter 10 Jahren. Wie immer gibt es aber keine ganz klare Regel. Die Hand-Fuß-Mund-Krankheit wird wie so viele andere Erkrankungen auch durch Tröpfcheninfektionen übertragen. Auch die Bläschen der Haut, wenn sie noch offen sind, können infektiös sein. Außerdem werden manchmal Viren auch im Stuhl ausgeschieden. Die Viren der Hand-Fuß-Mund-Krankheit haben eine Inkubationszeit von ungefähr 3 bis 10 Tagen. Das heißt, ungefähr eine Woche, nachdem dein Kind sich angesteckt hat, kommt es zu den ersten Krankheitszeichen. Manchmal ist Fieber dabei, muss aber nicht sein. Was meistens zuerst auffällt, sind die roten Pünktchen oder Bläschen der Haut. Eben klassisch, wie der Name auch sagt, um den Mund herum, in den Handinnenflächen und auf den Fußsohlen. Ein bisschen aufpassen muss man, wenn das Kind wirklich nur rote Pünktchen um den Mund herum hat. Das ist meistens keine Hand-Fuß-Mund-Krankheit, das ist dann einfach ein bisschen entzündete Haut, weil ein Kind viel sabbert. Wenn du aber wirklich hier rote Punkte siehst, an den Händen und an den Fußsohlen, dann kann es Hand-Fuß-Mund sein. Auch der Windelbereich ist oft betroffen. Also da sind oft auch Bläschen oder rote Stellen zu sehen oder er ist generell etwas entzündet. Manchmal können die roten Punkte auch überall am Körper auftreten. Das gibt es auch. Das ist aber dann nicht schlimmer oder besser. All das ist aber meistens für das Kind nicht einschränkend. Was wirklich wehtut, sind die Bläschen im Mund. Du kannst, wenn du mal einen Blick hineinwirfst, wirklich überall am Zahnfleisch, innen an der Wangenschleimhaut und hinten im Gaumen sehen, dass ganz viele Aften, also so entzündete Stellen und Bläschen im Mund zu finden sind. Das macht richtig Schmerzen. Darum will dein Kind auch nicht mehr so richtig viel essen und trinken und sabbert meist ganz viel. Die schlechten Nachrichten sind, es gibt keine ursächliche Heilung gegen die Hand-Fuß-Mund-Krankheit, also kein Antibiotikum oder ähnliches. Es gibt aber ganz viele kleine Dinge, die ihr tun könnt. Das Wichtigste ist eigentlich, möglichst viel zu trinken geben, möglichst kühles und auch möglichst kühle oder breiige Speisen zu essen geben, also nichts, was eben im Mund oder Hals wehtut. Kamillen- oder Salbeitee ist optimal, weil es ein bisschen entzündungshemmend ist. Ist aber nicht zwingend, falls euer Kind das nicht mag. Wenn dein Kind wirklich kaum mehr etwas trinken möchte, kann man Flüssigkeit auch löffelweise anbieten. Überprüfen, ob dein Kind genug trinkt, kannst du übrigens daran, dass du schaust, ob die Schleimhäute im Mund schön feucht sind, also alles schön glänzt, voll Spucke ist, und ob die Windeln schön feucht sind oder dein Kind eben oft Pipi macht. Vom Arzt bekommst du manchmal eine betäubende Salbe oder so eine betäubende Flüssigkeit. Die kann man im Mund verteilen und dort wirkt sie lokal, also im Mund, etwas betäubend. Das muss man aber eigentlich nur machen, wenn es wirklich schlimm ist. Oft ist auch der Windelbereich von Hand, Fuß, Mund betroffen oder ist zumindest stark gerötet. Da hilft auf jeden Fall eine gute Zinkcreme. Ganz wichtig ist mir, bitte nicht mit Schmerzmitteln sparen, falls alles andere nicht hilft. Wenn euer Kind Schmerzen hat, bitte Fiebersaft oder Fieberzäpfchen geben. Die wirken ja auch schmerzstillend und das am besten 30 Minuten, bevor ihr etwas zu trinken oder zu essen anbietet. So im optimalen Fall hat euer Kind keine Schmerzen mehr, sobald es etwas essen soll. Das Gefährlichste an Hand, Fuß, Mund
kann theoretisch sein, dass das Kind irgendwann, wenn es wirklich eine starke Entzündung im Mundbereich hat, gar nicht mehr trinken möchte und dann ins Krankenhaus muss. Das passiert wirklich sehr selten. Zusammenfassend lässt sich nämlich sagen, dass die Hand-Fuß-Mund-Krankheit eine gefürchtete Krankheit in der Kita ist und bei Eltern, aber meistens harmlos. Natürlich macht sie oft starke Schmerzen im Mundbereich, aber es kommt selten zu wirklich schweren Verläufen. Man kann auch mehrere Male Hand-Fuß-Mund in seinem Leben haben, dass die Eltern das Gleiche entwickeln, also auch diesen Ausschlag und diese entzündeten Stellen im Mund ist eher selten. Für die Kita ist noch wichtig zu wissen, euer Kind muss meistens eine Woche zu Hause bleiben, bis alle Bläschen auf der Haut abgetrocknet sind und es deinem Kind wieder richtig gut geht. Um die Ansteckungsgefahr zu Hause zu minimieren, würde ich einfach noch mehr Hände waschen als sonst schon, vor allem auch nach dem Wickeln und kein gemeinsames Geschirr benutzen. Ich hoffe, ich konnte euch zumindest ein bisschen die Angst vor der Hand-Fuß-Mund-Krankheit nehmen. Ich freue mich sehr über Feedback und auch Themenwünsche in den Kommentaren und vor allem, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Nele.